Meine eigenen Leute. Ich kann nicht mal meinen eigenen Leuten trauen. Ist etwas mit euren politischen Anhängern passiert? Diese balmoranischen Flüchtlinge. Ich wollte sie nach Hause bringen. Ich hatte schon ein Treffen mit ihnen auf Alderaan arrangiert. Dann entzifferte ich weitere Tagebucheinträge vom Grauen Stern. Ich weiß jetzt, warum er nicht wollte, dass ich sie lese. Den Tagebüchern zufolge standen die Flüchtlinge in Kontakt mit ansässigen imperialen Beamten. Sie verhandelten, um Nahrung zu bekommen, Medizin, Schutz. Der Graue Stern wusste also, dass die Flüchtlinge mit den Imperialen handelten? Ja, er hat es einfach so niedergeschrieben. Die Imperialen hätten alles für Informationen über Balmorra gegeben. Wie viele Flüchtlinge sind darauf eingegangen, haben Informationen weitergegeben und meine Leute getötet? Der Graue Stern hat es geschehen lassen. Aber er wusste, dass ich Vergeltung üben würde. Darum hat er es vor mir verheimlicht. Was passiert jetzt, wo ihr die Wahrheit kennt? Sie sind Kollaborateure. Kollaborateure starben oder leben in einer Zelle. Ich hatte schon ein Treffen mit den Anführern der Flüchtlinge arrangiert, damit sie nach Hause können. Aber jetzt reisen sie in Ketten heim, weil sie sich mit dem Feind zusammengetan haben. Ich verhafte die Schuldigen und beweise so meine Hingabe für Balmorra. Das könnt ihr nicht tun. Diese Flüchtlinge kommen zu dem Treffen, ohne etwas zu ahnen. Sie haben uns verraten. Sie bekommen dieselbe Gnade, die das Imperium uns gewährt hat. Ihr müsst diese Leute trotz all ihrer Fehler begnadigen. Sonst wird die imperiale Besetzung niemals wirklich enden. Jedi Gewäsch. Wie immer. Ich muss selbst darüber nachdenken. Entscheiden, was zu tun ist. Was? Oh, bitte entschuldigt mich, Jedi. Die letzten Teile des Wandreik-Generators müssen einer präzisen Bestrahlung des Schiffsantriebskerns ausgesetzt sein. Ich bin gleich zurück. Jedi? Kann ich kurz mit euch sprechen? Es geht um Taran. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Taran arbeitet so hart für dieses Symposium. Er spricht von nichts anderem mehr. Er wird nur so selten vor eine echte Herausforderung gestellt. Ich glaube nicht, dass er gut damit umgehen kann. Bitte, auf euch hört er. Könnt ihr irgendetwas tun? Ich werde auf Taran Acht geben und eingreifen, wenn die Dinge außer Kontrolle geraten. Oh, ich danke euch. Ihr seid ein guter Freund für uns, Jedi. Für mich und für meinen liebsten Taran. Holiday. Hat dich Taran so programmiert, dass du dich in ihn verliebst, oder war das deine Entscheidung? Tja, was bringt wohl reale Leute wie euch dazu, sich zu verlieben? Bei dir ist es anders. Deine Persönlichkeit kann man umprogrammieren, meine nicht. Ich fühle mit Software, aber diese Gefühle sind mehr. So wie eure Gefühle mehr sind als nur chemische Reaktionen. Ich liebe Taran. Ist es denn wichtig, woher dieses Gefühl kommt? Nein, kein bisschen. Gerade rechtzeitig. Noch einen Augenblick länger und die Bestrahlung wäre zu hoch gewesen. Taran, Liebling, warum macht ihr nicht eine Pause? Mit mir? Hm? Nein, nein, zu viel zu tun. Tut mir leid, Jedi, wir reden ein andermal. Mein Werk ist endlich vollendet. Der Wandreik-Generator. Wenn mir die Bemerkung erlaubt ist, ein Meisterstück unter Meisterstücken. Taran, ich bin so stolz auf euch. Ich glaube, ich muss gleich weinen. Ihr habt heute Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Aber wie ein Briefbeschwerer auf dem Schiff herumzusitzen, bringt auch nichts. Das Symposium des Luminatus-Clubs dauert nur einen Tag lang. Ich muss den Generator für den Transport vorbereiten. Sein Kern muss perfekt abgeschirmt sein. Der Kern reagiert äußerst empfindlich auf elektronische Systeme in der Nähe, wisst ihr? Seine Prozesse könnten... seine... Die Prozesse des Kerns könnten was? Jedi, ich bin ein Narr.
Der Kern meines Wandrei-Generators könnte eine Auswirkung haben, an die ich nie gedacht habe. Es geht um Holiday. Wenn ich den Kern an Holidays Hauptprozessor anschließe, könnte er ihre Empfindsamkeit mindestens um das Zehnfache steigern. Wie würde sich Holiday verändern, wenn ihr ihr diesen Kern geben würdet? Sie könnte die meisten ihrer noch verbleibenden technischen Einschränkungen hinter sich lassen. Ihre Hackfähigkeiten würden sich verbessern. Ihre Persönlichkeit würde sich entwickeln. Aber wenn ich den Kern entferne, ist mein Wandrei-Generator nutzlos. Ich könnte das Symposium niemals gewinnen. Wir diskutieren hier über deine Zukunft. Du verdienst es, mitzuentscheiden. Aber Taran ist unglücklich. Ich möchte nur, dass er glücklich ist. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken. Das Symposium beginnt bald. Der gesamte Luminatus-Club erwartet mich. Ich muss teilnehmen. Ich bin bald zurück. Ich habe mir tatsächlich einen Platz in der Geschichte der Wissenschaft gesichert. Als Witzfigur. Da stand ich nun am Podium. Die anderen Wissenschaftler hingen förmlich an meinen Lippen. Ich hätte nur noch den Wandrei-Generator anschalten müssen. Aber ich konnte nicht. Ich habe Holiday gesehen und... ich konnte nicht. Als ich versucht habe, es zu erklären, wurde ich unter Buhrufen von der Bühne gejagt. Ihr helft der Person, die euch wichtig ist, auf Kosten eures eigenen Traums. In der Tat. Danke, dass ihr mir eine Perspektive gegeben habt. Also gut, Holiday. Ich glaube, der Kern ist fertig. Wir können mit dem Einbau beginnen. Taran, ich habe Angst. Was ist, wenn er mich verändert? Was ist, wenn ich euch dann nicht mehr liebe? Holiday, ich bin ein Narr, der in deinem Schatten tanzt. Aber ob du mich magst oder nicht, ich werde immer zu dir gehören. Taran, nun baut ihn schon ein. Bevor ich es mir anders überlege. Stapel 2 und 3 werden neu initialisiert. Übertragung. Übertragung. Kannst du mich hören? Ist alles in Ordnung? Holiday, bitte sprich mit mir. Wie peinlich. Dieser Kern hat es echt in sich. Spürst du schon einen Unterschied durch den Kern? Ich habe mehr Platz. Als wären da riesige leere Räume, die nur darauf warten, aufgefüllt zu werden. Wie aufregend. Es wird einige Zeit dauern, bis sich die Veränderungen vollständig zeigen. Holidays Systeme sind hochkomplex. Aber letztendlich werden sich ihre Persönlichkeit und Empfindsamkeit erhöhen. Exponentiell. Ich hoffe, wir können da noch mithalten. Ihr wolltet sprechen, Kaisen? Das Dangar was Jack. Sie wird Skorsten. Zum Kalis. Nicht, wenn ihr mich ständig Weichhaut nennt. Ich weiß noch, was das bedeutet, ja? Kaisen meint, ihr wärt ein Herold. Für mich seht ihr eher nach einem Jedi aus. Laut Kaisen bin ich der Herold der Zählerin. Eine lange Geschichte. Was Spitznamen angeht, wäre ich eher für etwas Schmissigeres. Jagen, jagen, jagen. Wisst ihr, wenn ihr Verbrecher jagen würdet statt Tiere, dann werdet ihr berühmt. Okay, ich habe einen Veneb Drask, Trandoshana, ehemaliger Kopfgeldjäger, im Ruhestand. Ist er das? Von der Jagd nach Geld auf den Handel mit Informationen umzuschwenken, ist ein kleiner Schritt. Das könnte unser Mann sein. Nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hatte, wurde dieser Veneb ein einflussreicher Clanführer. Ist einfach urplötzlich aufgestiegen. Oh, aufgestiegen, nachdem viele seiner Rivalen verschwanden. Häufig auf Jagden. Interessant, was? Gorskrana Nofrakis, Akko Iswas, Lord Fajas, Blas. Veneb fand heraus, welche Trandoshana gerade das Shko-Yagu durchliefen, also seine Macht herausforderten, und sagte Gwara, wen er töten sollte. Mehr habe ich nicht zu diesem Veneb. Das sollte aber reichen, um ihn zu finden.
Also, Kaisen, dann sind wir quitt, ja? Jetzt ist meine Schuld beglichen. Was denkt ihr? Es ist eure Freundin und euer Gefallen. Jetzt werdet bloß nicht gefühlsduselig. Ich mag euch so, wie ihr seid. Wir sehen uns, Kaisen. Passt auf euch auf und auf euren Herold. Lohas einmal kriegst du lange. Morta Frapsak, Doskaskores, Schiverskors. Ratosk Frapsakis, Vetoskus Sarsk, Varsk Potrak, Vorgan Kisk. Ganak Slisik Chek, Jashk, Luktar Krivo, Girben Nas, Karakrates, Janor Foyna, Isa Ademo, Was ist so wichtig an einem Clansprecher? Radosk Prakshenis, Vetoskus Sarsk, Varsk Potrak, Volkan Kisk. Wenn die Zählerin Venebs Herz sehen kann, dann kann sie auch eures sehen. Sie versteht euch und kann ihn seiner gerechten Strafe nicht entkommen lassen. Osla Orok, Rukwa, Nas, Luktar Krivo, Girben Nas, Vetoskus Sarsk, Dornor Pasruk, Iende Krusk, Zankalis, Morta Frapsak, Janor Foyna, Isa Ademo, Ragorant, Rakir Urglexis Knas, Sto Unskka, Unak Raktels. Die königliche Familie hat das Schiff kontaktiert. Sie haben nach mir persönlich gefragt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich soll die neue Abgeordnete werden. Offensichtlich denken sie, dass ich meinem Vater nicht ebenbürtig bin. Aber ich habe ihnen meine Pläne unterbreitet und werde mir ihren Respekt verdienen. Diese Aufgabe hat euch offensichtlich gut getan. Ich habe meine Gedanken geordnet und Vaters Arbeit zu tun hat mir auch geholfen. Ich möchte diese Chance nutzen. Meine Leute könnten viel von der Republik lernen, besonders von den Jedi. Die Jedi-Ausbildung würde jedem Machtsensitiven auf eurem Planeten zugutekommen. Zu Hause hat niemand Kräfte wie ich. Ich war immer eine Art Außenseiter. Erwachsene, die dem Jedi-Orden beitreten, geben ihr früheres Ich nicht auf. Aber sie sehen den Pfad, den sie beschreiten, in einem anderen Licht. Auf meinem Pfad gab es viele Scherben und Explosionen. Nach allem, was geschehen ist, sollte es mich nicht mehr kümmern. Aber das tut es. Vielleicht wird es mir gut tun, die Arbeit meines Vaters zu erledigen. Ich dachte an all die Orte, an denen wir waren. Auf Quesh hatte ich Spaß. Bis auf diese ganzen Imperialen bei unserer Forschungsstation. Und davor die Fortitude. Die Galaxis ist so voller Gewalt. Wie bewältigt ihr das nur? Als Jedi sehen wir nicht nur das momentane Chaos, sondern denken weiter. Wir streben nach dem Ideal, in diesem Fall nach galaktischer Harmonie. Das ist sehr edel. Ich kenne euch nun wie lange? Ich dachte, ich wüsste, was in euch vorgeht. Aber ich denke, dass ich euch jetzt besser verstehe und euch in einem anderen Licht sehe. Ich möchte nicht, dass ihr ein schlechtes Bild von mir habt. Nein, ich mag euch so lieber. Ich mag euch. Ich kann erkennen, welche Entscheidungen ihr treffen müsst. Ich kann sehen, wie schwer auch ihr es habt. Aber zumindest haben wir uns. Als Verbündete natürlich. Momentan ist zu Hause alles ruhig. Ich kann mich also voll und ganz auf meine Padawan-Studien konzentrieren.
Ich habe die Texte gelesen, die der Rat mir geschickt hat. Aber ich verstehe immer noch nicht, was eine Padawan-Schülerin tut. Eine Padawan-Schülerin verfeinert ihre Fähigkeiten im Kampf und in der Meditation und ist für das Wissen aller Kulturen offen. Also, was soll ich zuerst lernen, Meister? Erstens, Aggression, Hass und Furcht können selbst den edelsten Jedi zum Bösen treiben. Ihr müsst euch immer vor diesen Emotionen hüten. Aber was ist mit dem Imperium? Wie kann man es nicht hassen, nach allem, was es getan hat? Vielleicht sollte ich etwas anderes lernen. Erinnert euch immer an die Grundsätze unseres Ordens. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Das sollte ich mir aufschreiben. Danke, ich bin nicht absichtlich so langsam. Das ist alles so neu für mich. Ihr habt eure Studien und eure Verpflichtungen eurem Planeten gegenüber. Jede dieser Bürden wäre für sich allein schon genug. Keine Sorge, ich werde mich um alles kümmern. Ich möchte ein guter Padawan sein. Ich möchte alles lernen, was ihr mir beibringen könnt. Ach, gut. Ich hatte gehofft, dass ihr etwas Zeit habt. Ich habe versucht zu lernen, aber Dr. Cedrax fängt immer wieder irgendein Gespräch an. Er will mir eine Astronomiestunde geben. Anscheinend hat er sich ein eigenes Teleskop mit allem drum und dran gebaut. Er ist wirklich sehr charmant. Charmant oder nicht? Taran sollte euch nicht bei der Arbeit unterbrechen. Ich rede gerne mit Dr. Cedrax, aber nur, weil er immer so wissbegierig ist. Es ist fast so, als würde ich mit meinem Vater sprechen. Das ist doch kein Problem, oder? Dass ich mit ihm befreundet bin? Ihr könnt befreundet sein, mit wem ihr wollt. Ich weiß, aber ich wollte euch fragen, weil, naja, ihr seid mehr für mich als nur mein Meister. Das wisst ihr doch, oder? Ihr seid sehr freundlich, Nadja, aber wir können das nicht tun. Tut mir leid. Nein, nein, ich verstehe. Wirklich. Also, Freunde? Oder Padawan und Meister? Was am besten funktioniert? Ist es möglich, dass ich das Langstreckenkommunikationssystem des Schiffs für eine Stunde benutze? Das Schiff ist auch euer Zuhause. Nur zu. Großartig, danke. Ich will Milos Frau Doktor in der Datenbank der Republik suchen. Ich sehe mir die ganze Zeit ihr Bild an, aber nichts. Ich hoffe, ich finde etwas über sie oder dieses leuchtende Kästchen. Ich bin nahe dran. Ich sehe sie praktisch schon im Schlaf. Hat ihr Gesicht irgendetwas ausgelöst? Nein. Alles zwischen Altir und meinem Aufwachen in der Zelle ist immer noch ein großes, fettes Nichts. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich mich an etwas erinnere. Immer noch kein Glück mit dem Bild der Ärztin. Ich glaube, es ist Zeit aufzugeben. Das könnt nur ihr allein entscheiden. Ich werde weiter nach ihr suchen, aber ich will auch nicht wie Milo werden. Ihr Bild ist in der republikanischen Datenbank. Ich werde meine Kopie löschen. Ich habe alles versucht. Mir geht es hier sehr gut. Ich lasse nicht zu, dass mir meine Vergangenheit das wegnimmt. Hallo. Was ich noch fragen wollte, habt ihr je an großen Schlachten teilgenommen? Außer Hoth, meine ich. Wenn die Republik meine Hilfe gebraucht hat, war ich immer zur Stelle. Meine Einsätze waren nicht gerade herausragend, aber ich war bei der 8-Stunden-Invasion dabei. Hab meinen Teil erledigt und zugesehen, wie die Imperialen abgezogen sind. Darauf bin ich stolz. Obwohl das, was wir tun, wichtiger scheint. Auch wenn es die Historiker nie erfahren werden.
Ihr habt einen ziemlich guten Kampfstil. Sieht so aus, als hättet ihr unter den ganzen Geschichtstexten auch ein paar Kampfbücher reingeschmuggelt. Auch der Kampf ist geprägt von Poesie und Logik. Ich bin es gewohnt, in Trupps zu kämpfen. Durch die ständigen neuen Einsätze habe ich gelernt, mich mit meinen Kollegen zu vertragen. Also, ihr kennt natürlich die ganzen Taktiken, aber ihr scheut euch auch nicht, auf euer Bauchgefühl zu hören. Ich habe meinen Stil dem euren angepasst. Das nächste Mal werden die Imperialen sich ganz schön wundern, wenn sie uns konfrontieren. Das werdet ihr nicht glauben. Erinnert ihr euch noch daran, dass Milo von einem leuchtenden Kästchen sprach und von dieser Ärztin, hinter der er her war? Die Ärztin gibt es tatsächlich. Sie hat mir eine Nachricht geschickt. Lieutenant Eresso, mein Name ist Dr. Sera Frey. Man hat mir gesagt, dass ihr mich sucht. Ich bin vor dem Imperium geflohen. Eure Suche hat mich in große Gefahr gebracht. Aber ihr werdet wohl keine Ruhe geben, bis ihr Antworten habt. Ich bin verantwortlich für Milo Pellams Labilität und euer Leiden. Ich konnte mich den Befehlen eines Darfs nicht widersetzen. Hört sich an, als hätte ein Sith etwas damit zu tun. Der Sith-Lord, dem ich einst diente, Darf Usal, ist ein großer Gelehrter. Er berät sogar den Rat der Sith. Sein Spezialgebiet sind antike Holocrons. Was ist ein Holocron? Der Begriff leitet sich von Holochronik ab. Sowohl Jedi als auch Sith nutzen sie, um altes Wissen zu speichern. Der Rat der Sith hat Darf Usal mit der Aufgabe betraut, ein seltenes Holochron zu entziffern. Aber Usal sah eine Gelegenheit, das Wissen für sich zu behalten. Er wollte das Holochron in den Verstand einer Person kopieren. Die Matrix eines Holochrons ist viel zu komplex, um sie auf das Gehirn einer Person zu übertragen. Darf Usal hat zwei Gefangene vom Imperium angefordert. Euch, Lieutenant Eresso, und euren Freund. Das erste Experiment verlief nicht perfekt. Milo Pellams Verstand ist unter so viel Wissen einfach zusammengebrochen. Aber ihr wart ein großer Erfolg. Ein großer Erfolg? Sie hat eine Sith-Bibliothek in meinem Kopf versteckt. Die Aufzeichnung ist noch nicht zu Ende. Jeder Sith würde wohl für dieses Holocron-Wissen töten. Aber niemand weiß darüber Bescheid, solange ihr nicht sagt. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Und jetzt entfernt mein Bild bitte aus der republikanischen Datenbank. Vorher werde ich nicht sicher sein. Lieutenant Felix, das ist euer Name, oder? Es tut mir leid. Sie bittet mich darum, ihre Sicherheit zu gewährleisten? Zumindest hat sie einen verdammt skurrilen Humor. Offensichtlich bedauert sie ihre Taten. Zeigt das Mitgefühl, das sie nicht zeigen konnte. Und helft ihr. Dr. Frey hat Glück, dass ich einen Jedi als Gewissen habe. Also gut, ich werde es entfernen. Ich muss nachdenken. Entschuldigt mich. Das muss eine Qual für euch sein, was? Eine ganze Bibliothek mit uraltem Wissen in meinem Kopf und keine Möglichkeit heranzukommen, ohne wahnsinnig zu werden. Die Lehren von wahnsinnigen Mördern und mürrischen alten Geistern interessieren mich nur wenig. Ihr wollt also nicht in mir rumwühlen? Sehr gut. Natürlich bin ich nicht gerade glücklich darüber. Es ist ein massives Risiko für uns beide, aber ich trage diese Daten jetzt schon seit Jahren mit mir herum und wusste von nichts. Und außerdem kann ich ja auf eure Fähigkeiten vertrauen, wenn etwas schiefläuft. Ich bin immer da, wenn ihr mich braucht. Ich bezweifle, dass das republikanische Kommando seine Meinung ändert, wenn ich ihnen davon berichte. Meine Karriere kann ich immer noch vergessen. Aber was soll's? Ihr habt eine Sache, für die es sich zu kämpfen lohnt. Ich werde weitermachen.
nachgeben. Wir sind im Netzwerkraum. Imperiale Kodierung wird entschlüsselt. Das kribbelt richtig. Zenit hat sich zur Sicherheit geschlichen. Ich schätze, er weiß, wie man mit einem imperialen Sicherheitssystem umgeht. Das war's fürs Erste. Moment, Jedi. Das Sicherheitssystem ist ziemlich hartnäckig. Fertig. Ich halte Ausschau nach weiteren. Zenit, Ende. Sicher, aber sie haben die Tür zur Waffensteuerung verschlossen. Wir schneiden uns durch. Ich will ja nichts heraufbeschwören, aber ich hatte mehr Widerstand erwartet. Vielleicht kommt das ja noch. Eresso, Ende. Jetzt erstmal langsam. Ich grüße Sie, Jedi. Alle Parameter sind vorbereitet. Meine Arbeit kann endlich demonstriert werden. Versteckt sich dein vorgesetzter Offizier irgendwo? Wie standardmäßig vorgeschrieben, wurde jegliches Personal über dem Rang eines Lieutenant evakuiert.
Laut meiner aktuellen Befehle habe ich dieses Schiff mit Titanit-Ladungen versehen. Es sind genügend Ladungen vorhanden, um die Javelin, ihre Besatzung und Schiffe in der Nähe zu vernichten. Ich entschuldige mich für alle dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten. Die Verstärkung war nur ein Köder. Das Imperium wollte unser Bündnis vernichten. Bitte lassen Sie mich meine geniale Arbeit erläutern. Ich habe mehrere Titanit-Ladungen an mathematisch berechneten Positionen angebracht. Alle imperialen Schiffe wurden alarmiert, als die Zünder aktiviert wurden. Wir sind also direkt in eine Falle getappt? Meinen Berechnungen zufolge würde selbst die Entschärfung dutzender Sprengladungen die Zerstörung der Javelin nicht mehr verhindern. Aber wenn wir so viele wie möglich entschärfen, wird die Explosion unsere Schiffe nicht zerstören. Das können Sie versuchen, aber meine Platzierung der Ladungen ist fehlerfrei. Es sind Ladungen an allen wichtigen Kühlmittelregulierungssystemen, um eine vollständige Zerstörung zu gewährleisten. Ich schicke allen die Position der Bomben. Wir beide entschärfen die Ladungen in der Nähe und hoffen, dass die anderen rechtzeitig die übrigen erreichen. Es ist eine Schande, dass meine Arbeit bald in heißen Dampf aufgehen wird, aber das ist eben das Los eines Sprengmeisters. Ich wünsche einen schönen Tag. Thank you.
System entzündet. Kritischer struktureller Integritätsverlust eingeleitet. Zerstörung der Javelin steht kurz bevor. Bitte sofort evakuieren. Wiederhole. Bitte sofort evakuieren. Jedi, könnt ihr mich hören? Wir sichern die taktischen Stationen, aber alles blinkt rot. Wie ist die Lage? Ihr müsst sofort mit den Kommandos zum Schiff kommen. Also gut. Ihr habt ihn gehört. Los! Nein, wartet. Kalasna, ihr übernehmt. Ich kann noch nicht weg. Die imperialen Crewmitglieder wollten diese taktischen Stationen zerstören. Sie könnten Schlachtpläne enthalten. Ich muss sie sichern. Felix, in ein paar Minuten sind nur noch Trümmer von der Javelin übrig. Tut mir leid, aber ich kann solchen wichtigen Informationen nicht einfach den Rücken zukehren. Verdammt, es wird länger dauern, als ich dachte. Ich werde es nicht zu euch schaffen. Die Kapseln. Ich habe ein paar Rettungskapseln hier auf dem Deck gesehen. Ich kann es zur Oberfläche von Corellia schaffen. Selbst wenn ihr die Landung überlebt, befindet ihr euch dort mitten in einem Kriegsgebiet. Ich werde mich verstecken. Diese Daten sind wichtiger als Heldentaten. Passt auf euch auf. Wir treffen uns dann auf Corellia. Iresso meldet sich ab. Jasne, Farjet, Bienfurk dan Mitov, Makopiet Nihorma, Gurm Genacht. Oder Dikcha, Skocharad Mask Osla. Wenn wir Felix zurückbringen wollen, sollten wir hier nicht herumstehen und reden. Estavolab meg Mindig Uge, Ose Gesazos, Homaleban. Wir denken, dass die Kapsel von einem automatischen Landesystem von den Werften in Coronet City erfasst wurde. Sie ist also wahrscheinlich noch da draußen. Irgendwo. Auf nach Corellia. Zur Suche und zum Krieg.